Hallo und herzlich willkommen zu Teil 12 von Paper Trail. Wir sind noch im Tempel, aber wir sind ziemlich am Ende vom Tempel, sind im letzten Bereich. Da gibt es noch ein Origami und, glaube ich, einige komplizierte Sachen, die wir da noch erledigen müssen. Und wenn wir das geschafft haben, dann kommen wir, glaube ich, in die Stadt. Also wir haben zumindest in der Entfernung eine Stadt gesehen. Also dort wird wahrscheinlich die Universität sein, schätze ich mal. Aber bis dahin müssen wir mal noch schauen. Also, wir haben zwei Statuen. Die müssen wir höchstwahrscheinlich hier auf diese Schalter draufstellen. Weil wenn wir das gemacht haben, kommen wir wahrscheinlich nach oben. So können wir 4 und 4 verbinden. Wir haben auch wieder ganz viele... krass. Wir haben auch wieder ganz viele Dominosteine. Schaut mal, hier unten die 5 und hier oben die 5. Wir müssen es irgendwie so runterziehen. Das wird auf jeden Fall knackig, sage ich euch. So, wir haben auf der Rückseite 2 leuchtende Dinger. Auf der Vorderseite 1. Und Rohre haben wir hier. Da kommen wir auf jeden Fall mal nicht hin. Und hier haben wir noch ein paar Rohre. Das müssen wir mit wahrscheinlich... höchstwahrscheinlich so verbinden, würde ich mal sagen. Das heißt, was könnten wir als erstes machen? Das hier fährt wahrscheinlich rüber, das hier fährt wahrscheinlich rüber, oder? Sehe ich das falsch? Okay, das ist schon mal was. Das ist doch schon mal was. Wir könnten hier auf einen anderen Bereich. Bringt uns das irgendwas? Hier mal nach rechts zu kommen. Machen wir einfach mal. So. Kommen hier eins weiter. Das sieht doch ganz gut aus. Vielleicht auch doch nicht. Vielleicht auch doch nicht, weil jetzt kommen wir nicht mehr weiter. Ich komme nicht hier hoch. Ich hätte es noch mal eins weiter, aber ich hätte es, hätte ich es eins weiter ziehen können. Also, dass ich das hier... Okay, aber dann komme ich nicht hier rüber. Ah, guck mal, das ist ja cool. Okay, so funktioniert es auf jeden Fall. Das ist, würde ich sagen, mal erstmal der richtige Weg. Jetzt stelle ich mich hier drauf, oder? Alles andere wäre... Wobei, ich könnte auf die andere Seite rüber. Boah, das ist, glaube ich, richtig... Es wird richtig kompliziert noch. So kann ich durchlaufen. Das heißt, müssen wir uns merken, da müssen wir wahrscheinlich häufig hin und her. Jetzt würde ich es gerne schaffen, eines anzubekommen von denen. Weit kann ich das denn runterziehen? Nicht weit genug, oder? Das wird wahrscheinlich so verwendet werden. Dann brauchen wir vielleicht das, aber da komme ich halt auch nicht. Da komme ich halt auch nicht hin, gell? Komme ich irgendwie. Ah, ich komme. Nee, ich komme nur rüber, wenn ich das verbunden habe. Das ist doch doof. Kann ich das irgendwie machen? Nee. Das hier, es reicht niemals, reicht das bis hier unten, auf gar keinen Fall. Das reicht höchstens, nee, das reicht nirgendwo hin. Das heißt, nee, ich habe keine Ahnung. Können wir hier irgendwie ein Rohr hinbekommen? Schaffen wir auch nicht, gell? Das heißt, wir kommen nicht rüber. Vielleicht mal ganz weit hochgehen, das noch ein bisschen höher ziehen. Vielleicht bringt es irgendwas. Guck mal, hier haben wir eine gute Verbindung. Das sieht auf jeden Fall gut aus. Also für später halt. Für jetzt noch nicht. Hier tauscht, den bringt uns auf keinen Fall was. Wie komme ich da ran? Also nochmal, ich habe drei von diesen Teilen. Eins ist hier, eins ist hier, eins ist hier. Das hier kann ich kaum
Also, das muss ja so bleiben. Das heißt, ich müsste da ein Rohr hinbekommen. Und wir brauchen auf jeden Fall eins von diesen Teilen hier, dass ich mit denen nach links oder nach rechts fahren kann. Das brauche ich auf jeden Fall. Ansonsten komme ich nicht auf die Seite. Ich würde fast tippen, ich muss zuerst nach rechts. Weil da haben wir gesehen, könnten wir schon hier einen Weg auf jeden Fall bereitstellen. Das würde funktionieren. Das heißt, wenn ich hier rüberfahren könnte, könnte ich zumindest mal zur Statue hoch. Und das würde uns, glaube ich, einen ganzen Schritt weiterbringen. Auf die linke Seite komme ich dann erstmal nicht, aber hier kann ich auch nichts verbinden. Also da müsste ich irgendwas mit dem Rohr machen und mit dem Rohr komme ich nicht daran. Das heißt, das hier ist auf jeden Fall raus. Dann schauen wir uns das rechts hier an. Was könnte ich denn machen? Ich kann es einfach mal so machen, das würde nach vorne zeigen. Aber also auf jeden Fall ist es so, dass ich erst die Statue verschieben muss, bevor ich hier irgendwas anderes machen kann. Und dafür muss ich das hier aktivieren, anders komme ich nicht drüber. Beziehungsweise ich könnte das obere auch aktivieren, ja. Aber das komme ich nur von der Seite hier. Ah, nee, keine Ahnung. Warte. Okay, bleiben wir mal bei dem hier. Das hier bringt uns nichts. Das hier bringt uns nichts. Anders kann ich es nicht mal öffnen. Das heißt, es muss eigentlich der hier oben sein. Es gibt eigentlich nichts, keine andere Möglichkeit. Dann kann ich das hier nutzen. Aber ich sehe nicht, wie mir das was bringt. Das hier bringt nichts. Ich glaube, das hier ist schon eine Möglichkeit, weil das zeigt genau hier drauf. Ich komm da einfach nicht hin. Es reicht trotzdem nicht. Ich gehe nochmal rüber. Oder zumindest ein Stück weit runter. So. Jetzt könnte ich hier hoch. Das bringt aber alles nichts, oder? Naja, da komme ich ja gar nicht rüber. Quatsch. So vielleicht. Nee. Wenn ich ganz, ganz hier rüber stehe. Auch dann nicht, oder? Das Teil bringt mir hier auch nichts. Das heißt, ich muss es nach unten fahren. Aber... Hä, hey, ich komme doch da an keinen von denen ran. Das kann doch nicht... Ah, guck mal, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Das sieht richtig aus. So, zack. Ja, nice, wir haben es. Oh, krass. Das hat eine Weile gedauert. Das hat ein Weilchen gedauert. Zack, zack, so. Und das wieder aufmachen. Jetzt könnte ich was machen, den hochschieben. Und den draufschieben, oder? Das heißt, ich muss den jetzt irgendwie rüberfahren. So. Nee, das geht so nicht, oder? Das kann ich vergessen. Dafür muss ich jetzt das rechts nehmen. Das heißt, ich muss wieder nach unten laufen. Zack, zack. Und kann ihn jetzt verbinden. Ja, sehr schön. Und jetzt muss ich wieder zurück. Das heißt, ich muss das hier und das hier. Aber jetzt kriege ich das nicht runter. Okay, muss ich nachher machen. Ich muss erst selber rüber. Puh, Leute, ey, puh. Zack, zack. Jetzt kann ich den rüberfahren lassen. Und jetzt kann ich das Ding da drauf. So. Sehr schön. Punkt Nummer 1. Jetzt muss ich aber natürlich noch rüberkommen. Kann ich denn die Seite... Hier ist halt nochmal so ein kleines Fitzelchen. Für was? Was können wir denn damit machen? Oder ist das einfach nur... Für nix. Keine Ahnung. Einfach nur so da. Irgendwie glaube ich eher, dass es einfach nur so da ist, gell? Kann ich das denn andersrum machen? Nee. Oh, so könnte ich auch direkt rüber gehen. Bringt nichts, oder? Dieses Hin- und Herfahren, damit können wir nichts anfangen. Und mit allem anderen können wir hier auch nichts anfangen, würde ich sagen. Das heißt, jetzt müssen wir nach links. Und wir können, ich dachte irgendwie, wir kriegen dann Hilfe von der anderen Seite, oder dass wir da irgendwas nutzen können, aber ich glaube doch nicht.
Das heißt, wir müssen das wieder so verbinden, aber das ging vorhin, das geht so jetzt mit Sicherheit nicht, oder? Oder kann ich hier eine Verbindung nach unten, aber das funktioniert nicht, oder? Ah, lol, na klar. Na klar. So nämlich, sehr gut. Jetzt muss es irgendwann demnächst auch ans Origami rangehen, oder? Wobei ich glaube, wir müssen die Statue weg haben, bevor wir ans Origami kommen. Oh, krass, ey. Boah, das ist richtig knackig gewesen, ey. Egal, aber das sieht gut aus. So, jetzt muss ich die nur noch verbinden. Wie mache ich das? Ich glaube, wir brauchen das von der Ecke, oder? Kann ich mich hier hinstellen und funktioniert es dann? Ja, nice. Nur muss ich da erstmal zurück. Das machen wir mal zuerst. Zack, zack. Zurückfahren. Und jetzt müsste es eigentlich reichen schon, oder? Boah, was für ein Level, hey. Was für ein Level. Ich überlege, ob ich hier draufstehe und rüberfahre. Macht das Sinn? Ich muss jetzt hier das hochbringen und das runterbringen. Das reicht so auf jeden Fall nicht mal annähernd. Aber das ist auf jeden Fall die Verbindung, die ich brauche. Ich glaube, ich fahre nochmal zurück. Schieb den noch ein bisschen nach oben. Wie weit kann ich den? Eigentlich nur bis hier kann ich den nach oben schieben. Das heißt, das Höchste, das geht, ist das hier. Ja, ich kann den noch hoch, oder? Beziehungsweise, geht das denn? Kann ich dir noch eins hochschieben? Testen wir mal. Bevor wir hier viel anderes überlegen. Es geht prinzipiell. Okay. Und boah, die bleiben sogar da. Das finde ich auch interessant. Das heißt, jetzt kann ich mal so hoch wie möglich machen. Das fahre ich mal zurück. Nochmal eins mehr. Das ist, glaube ich, ganz gut. So, nur wie komme ich jetzt hin? Die Zweier haben wir auch. Doch, die Zweier haben wir auf der Seite benutzt. Was rede ich? Also das geht auf gar keinen Fall noch eins höher. Ich könnte höchstens, ich schiebe die Statuen, aber nee, das geht auf gar keinen Fall. Also das ist das Allerhöchste, was geht. Ich könnte das nur weiter runter machen. Wie weit könnte man denn da noch runter? So? Oder können wir sogar auch noch ziemlich weit runter, gell? Nur wie komme ich jetzt rüber? Ist die große Frage. Ich müsste ja irgendwie drauflaufen, oder? Es gibt eigentlich keine Möglichkeit. Ich muss irgendwie auf die Plattform kommen, glaube ich. Damit ich dann auf die andere rüberlaufen kann. Das funktioniert ja alles nicht so. Ich würde irgendwie gern das hier nutzen. So kann ich drauf. Heißt, ich muss hier runter. Ich muss hier runter. Na kann, aber wenn ich hier drauf bin, bringt mir das doch überhaupt nichts. Hä? Weil dann habe ich es hier hinten. Ich will es ja da vorne haben. Das heißt, es muss irgendwie schon so. So, oder? Ich glaube, das ist es. Ich glaube, das ist es. Das hier muss rüberfahren. Und jetzt muss ich das so machen, ja. Hä? Was? Das sollte, glaube ich, nett sein, tatsächlich. Hä? Ah, wenn ich das anfasse, kann ich zurück, ja. Vielleicht muss ich da einfach schneller sein. Ja, genau so. Weiß nicht, ob das so gedacht war. Sehen uns gar nicht mehr. Nein, das ist eins zu weit. Nein. Wobei, das ist kein Problem. Doch, das ist ein Problem. Scheiße.
Hä? Dann ist es gar nicht so gedacht, oder was? Kann das so zurückfahren? So fährt er auf jeden Fall nicht zurück, wenn er nicht auf dem Bild ist, gell? Das ist natürlich cool. Wir können die, wenn wir die beide nochmal eins hochschieben könnten, aber das funktioniert... Oh, wir könnten den zurückschieben und den noch eins hoch, oder? Das würde doch gehen. Boah, das ist so wild. Da komme ich nämlich noch eins hoch. Boah, das ist dann bisher das krasseste Origami gewesen überhaupt. Wenn ich dann noch eins hochgehe, dann reicht's. Das heißt, ich muss erst wieder auf die andere Seite. Zack, zack, zack. Ich muss den wieder hier drauf schieben. So, und jetzt kann ich den nämlich noch weiter hochziehen. Jetzt gehe ich hier rüber und dann geht's. Müsste es gehen. Alter. Spinne, verbringt viel zu viel Zeit im Netz. Lara Craft habe ich gekriegt. Collect all Temple Origami. Alter, das war ja mal richtig knackig. Aber wir haben es hingekriegt. Ohne Hilfe, Freunde. Das ist doch mal was. So, und jetzt kommen wir in die große Stadt, oder was? Ihr sucht nach einem Ausgang. Max hat einen gefunden. Ja, ich habe einen Ausgang aufgeschmettert. Kommt schon, sehen wir es uns an. Holy Sheets, Complete Temple. Ich stieg über das zerbrochene Glas und ging auf das Fenster zu. Die Kinder würden Ärger bedeuten, aber sie wussten, wie man schnell nach draußen kommt. Tschüss. Ich verabschiedete mich, kletterte durch die provisorische Öffnung. Und begann mit meinem Abstieg hinunter zum Meer. Ich blickte in ihre Gesichter und konnte mir Oscar unter ihnen vorstellen. Als sei nie etwas geschehen. Vielleicht ist Oscar da dabei. Find a comfy cat, picture perfect. Habe ich als Achievement gerade gekriegt. Picture perfect. Aber als Kinder waren wir immer nur zu zweit, also mussten wir miteinander auskommen. Er zeigte mir, wie man die Durchgänge öffnete. Und gemeinsam schlichen wir uns zu Abenteuern an weit entfernten Orten. Ah, also hat er tatsächlich diese Fähigkeit auch gehabt. Deswegen ist er auch einfach verschwunden. Und er hat ihr dann gezeigt, wie es funktioniert. Mama und Papa fanden nie heraus, dass wir überhaupt unser Zimmer verlassen hatten. Oh, fährt jetzt Schiff? Das heißt, die ist praktisch schon bei der Stadt, oder? Kann man sagen, fast. Als ich sicheren Boden unter den Füßen hatte, fand ich ein Segelboot, das in der Nähe verteut war. So segelte ich über den Ozean, während die Stadt am Horizont zu sehen war. Tschüss! Hast du das gehört? Ich hätte schwören können, da hat jemand nach Hilfe gerufen. Vielleicht findet man ja noch einen Oscar oder so. Das könnte doch sein. Oh, ist das irgendein Meeresdude? Was wurde denn da angespült? Ahoi! Was führt dich hierher? Haben sie dich geschickt, um mich zu retten? Ich bin seit Jahren hier verschollen. Und versuche, zu meiner Liebsten zurückzukehren. Okay, das ist einfach irgendein Typ. Weltauswahl Ozean. Vorletztes Level ist also der Ozean. Na gut, dann würde ich sagen, krass, wir haben jetzt für ein Bild, haben jetzt echt 20 Minuten gebraucht. Aber das war auch wirklich, wirklich richtig schwer, fand ich, das Bild. Vor allem das Origami da noch zu kriegen. Also da mussten wir echt kombinieren. Aber wir haben es geschafft, was mich sehr freut.
Und das heißt, wir können in der nächsten Folge hier im Ozean durchstarten. Bin ich sehr gespannt, was uns da noch erwartet. Vielen Dank fürs Zugucken, macht's gut, haut rein und tschüss.